So, meine Damen und Herren, da die Stimmung ja gerade auf dem Hochpunkt ist, wollen wir erst was Witziges gucken am Anfang? Ja, ne? Moin, moin, Leute. Moin, moin, Jansky. Nee, das wäre anders. Los geht's. Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge... Warte mal, Jansky hat das Ding selber anmoderiert? Wo sind die ganzen Connect-Creator, die hier sonst anmoderiert haben? Das kann ja wohl nicht wahr... Habt ihr Jansky im Stich gelassen? Oh. Jansky ist auch nicht mehr das, was er mal war. Jansky hat mich noch nie gefragt, ob ich das Intro mache. Naja. Ich bin ja auch ins andere Lager gewechselt, ne? Ich bin ja jetzt der Feind. Marco hat gute Laune. Ach, diese ACC-Physik, die f*** mich ab, Mann. Niklas sorgt für Content. Oh, das ist schon mal gut, weil wir gucken uns nachher auch nochmal ein Video an. Niklas ist auch dabei. Und Sascha ist leicht gereizt. Bremse, Alter, die Bremse, Mann, du Arschloch! Okay! Man merkt, wir sind auf dem Weg ins Sommerloch. Misano einfach eine fantastische. Der Essen. Nein. Oh no. Der Essen hat da noch reingepasst. Achtung. Mann, scheiße. Ja, es gibt eine Strafe. Och, diese ACC-Physik, die f*** mich ab, Mann. Oh no. Bing. Ja, ich habe eine DT. Das ist natürlich belastend. Ja. Keine DT holen, irgendwie durchkommen. Gumball. Wir brauchen eine Podcast-Folge mit Gumball. Wir brauchen eine Podcast-Folge mit Gumball, weil jetzt gleich, pass auf. Entschuldigung, das müssen wir kurz mal ausmachen hier. Ich möchte gern Gumball nochmal irgendwann haben. Keine Ahnung, wo ich gerade meine DT geholt habe. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Dass die das noch nicht gefixt haben, ist übrigens auch ein Wunder, dass man da so einen Doppelpack kriegt an der Kurve. Oh, nee! Mann! Oh. Oh, nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Bing! Kannst du gleich reinfahren? Okay, Sascha. Ich bin raus. Das war meine eigene Schuld. Also, Junge. Boah, was ist denn das für ein Flausch? Das sieht man ja jetzt das erste Mal. Also, naja, war vorher auch zu sehen, aber dass das so ein richtiger Flausch ist. Oh! Ey, da kann jetzt passieren, was will auf dem Bildschirm. Weil die Katze ist ja so ein schönes Fell. Oh, da will man gleich rein mit der Hand. Ja! So eine schöne Katze. Oh, scheiße, scheiße, Entschuldigung, nein. Ja, come on. Sorry, Gumball. Ja, fahrt mir alle ins Heck. Klasse, klasse. Nee, Driving Standards auf Misano einfach 12 von 10. Ist das hier Pro Series? Also geht's da wirklich um was? Alles top hier. Könnt mich alle mal Arsch lecken, ne? Immer wieder letzte Vollidiot überall reinhalten. Immer dieses dämliche Rumgerotze da. Jansky! Hallo Jansky! Ist das jetzt mit Ankündigung? Car right. Hold your line. Clear right. Direkt. Okay, ich brauche demnächst für, ach so, warte mal kurz, wir müssen das hier kurz mal, damit das Leute auch wieder verstehen, die Nase der Ironie. Ich glaube, ich muss mir wirklich bald eine Taucherbrille und einen Schnorchel besorgen. Alter Verwalter, das ist ja, also, da haben ja Menschen, die haben ja wirklich eine halbe Taucherflasche an. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wo Leute ihre Nase reinhalten. Da fragt man sich immer. Sag mal, Freund der Sonne, das ist ja hier nicht gerade nur Split 10 oder 9, das ist ja meistens so Split 1, ne? Da gehst du ja davon aus, dass die Leute ein bisschen, wie sagt man zu diesen wunderschönen Sachen, Racekraft haben. Aber es gibt so Strecken, da wird einfach überall gnadenlos reingetaucht, ne? Gnadenlos. Das ist schon, wie nennt man diese, das ist schon Apnoe-Tauchen. Da wird die Luft angehalten bei Paul Ricard auf der Geraden hier oben. Bis hier oben und dann beim Ausatmen wird reingehalten.
Zack und bumm! Fantastisch. Fantastisch. Oh Mann, warum musste man da unbedingt reingehen, ey? Ne, das fragt man sich jede Woche, wenn man sich die Videos anguckt. No? Right. Oh. Right. Oh. Hm. Ist heute der Tag der schlechten Rennen? Ich weiß nicht. Boah! Ja! Du Scheiße, Alter! Boah, das ist klar. Das war ja richtig geil. Wenn es funktioniert, macht das Spaß, ja. Dafür ist Paul Ricard einfach eine wunderschöne Strecke. Ey, Niklas Huben, ich weiß, auch die ganzen Niklas Huben Ultras jetzt. I know, Paul Ricard ist nicht so fantastisch wegen der langen Geraden und man kann ein halbes Auto bauen, dies, das, Ananas. Aber der Rest der Strecke ist wirklich sehr interessant. Man kann schöne Rad-an-Rad-Duelle haben, auch wenn an der Seite nicht wirklich viel grün ist. Das macht ja jetzt auch nicht so viel aus. Das ist so klar, dass hier, weißt du, Mr. Blatten muss sich wieder zu Wort melden. Mr. Blatten muss sich wieder zu Wort melden. Hier, weißt du? Naja. Hold your line. Clear left. Oh, right Switcheroo! Oh. Oh, mega Clip! Boah, der Move war ultra cremig. Also nochmal für alle zum Verständnis, heute gibt es 5 Rennen. Die Top 40 kommen jetzt weiter in diesem Rennen. Danach kommen die Top 30, die Top 20 weiter und so weiter. Man sammelt auch gleichzeitig in jedem Rennen Punkte. Bedeutet, den ersten Platz kriegst du 50 Punkte und dann immer einen Punkt weniger. Wir wissen meistens bei so einer Vorberichterstattung, wie es endet. Hm. Also wir haben schon mal Orange überlebt, was schon mal ein Kunstwerk ist. Wow. Nope. Ja. Hat er den gemacht, ist der komplett benagelt im Kopf. Ja, yeah. Finally. Oh no, 2 Minuten vor Rennschluss? Oh oh. Verarschen, Digga. Ist das aus derselben Zeit? Ja, wahrscheinlich. Niklas down? Hä? What? Oh no. Bruder. Ist das scheiße. Junge, das war so ein safer Sieg. Jetzt wird das denen da vorne geschenkt. Das ist so eine lächerliche Scheiße, Mann. Das war wirklich ein wichtiges Rennen, glaube ich. Auto ist unfahrbar. Schön, Alter. Jetzt fehlen mir schon mal 30 Punkte. Durch diese Scheiße. Wenn nicht noch mehr. Wirklich, was war das denn für ein Affengesicht? Also, Niklas, was soll er machen? Der steht da ja, nicht? Ist ab dran. Fährt erst los und bleibt dann stehen. Und Tinko kommt da so easy durch. Es ist so lächerlich, dass sie da unschön einfach durchfahren können, wenn wir hier komplett tot sind. Das kannst du doch keinem erzählen, wie dumm man sein kann. Als mit Abstand Letzter, der nur Scheiß veranstaltet hier, der ist 30 Sekunden irgendwo. Bin ich sogar noch viel mehr. Hier stehen Streckenposten übrigens, ne? Da vorne wird eine grüne Flagge geschwenkt. Grüne Flagge, grüne Flagge, grüne Flagge. Naja. Just saying. Niklas, sind wir mal ehrlich jetzt zueinander? Als ob du regelmäßig nach gelben Flaggen guckst. Das ist eine ernst gemeine Frage. Guckst du wirklich nach gelben Flaggen und passt deine Geschwindigkeit der Flaggen an, oder ist das jetzt in dem Moment jetzt gerade so von Wichtigkeit? Ich frage nur, weil im Online-Racing ist ja eigentlich die gelbe Flagge nur optional. Ich frage für Freunde. Das war's. Ciao. Hinter mir ist alles gestorben, glaube ich. Halt die Bremse, Alter, die Bremse, Mann, du Arschloch! Mach mir Stress, was ist denn los mit euch? Keine Ahnung. Junge, ich krieg ja zu viel. Perfekt, 13 Sekunden Schaden, Alter.
Tinko. Tinko steht auf nach Turn 1. Perfekt. Ja! Ich bin ganz tot. Ich bin ganz tot. Meanwhile. Ja, so hätte auch schon Rennen 1 ausgehen sollen. Danke, Pran. Ja. Wiederhole mich. Danke, Pran. Wäre sonst der dritte Sieg im dritten Rennen gewesen. Nächster Win. Jede einzelne Runde heute angeführt. Ey, Niklas, wir müssen mal über deine Einstellung auf deiner Kamera sprechen, mein Freund. Das haut nicht hin. Also, falls du mit 50 Frames streamen solltest, ich gehe mal davon aus, dass das eine 5100 ist oder eine 6100 von Sony. Ein Fünfzigstel sind definitiv nicht 50 FPS. Malaga. Das sehe ich ja jetzt gerade. Erst wartet mal kurz hier. Ey, Niklas, das müsste, das kannst du auch wieder nicht sehen, weil mein Chat davor ist, ne? Aber da unten ist die Kamera. Niklas, das müsste ein Hundertstel sein, falls du das übertragen solltest. Und warum zum Kuckuck hast du eine 5.0er Blende? Oh, und ein 4.000er ISO? Niklas, da müssen wir aber mal über die Kamera sprechen. Falls du da mal, also sag einfach Bescheid. Das sieht komisch aus. 4.000? Ich habe immer gedacht, du hast eine Webcam. Das erklärt natürlich jetzt einiges. Bis Pran im ersten Rennen kam. Danke nochmal für nichts. Unfassbar, Junge. Keine Worte. Einfach keine Worte. Das ist echt bitter. Davon habe ich auch gehört. Oh, ich bin TC7. Oh nein. Oh nein. Nein. Ach Mann, Leute. Was machen wir nur mit euch, Freunde der Sonne? Was machen wir nur bei euch im E-Sports? Eieieiei, da geht's halt wirklich immer mit sehr, sehr harten Bandagen zur Sache, ne? Danke, Jansky, für diesen fantastischen Zusammenschnitt.